und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht weiter mit der Worldbuilding-Serie und heute sprechen wir über die 10 Teilbereiche des Worldbuildings. Zumindest die 10 Teilbereiche, die ich persönlich für mich definiert habe, damit ihr eine Idee bekommt, was so alles beim Worldbuilding auf euch zukommt und welche Bereiche ihr euch anschauen solltet, je nachdem, was für eine Geschichte ihr schreibt und in welchem Genre ihr schreibt natürlich. Und so könnt ihr euch schon mal ein bisschen Gedanken machen, unter welchen Bereich jetzt dieses oder jenes Element eures Worldbuildings fällt, vielleicht euch auch schon To-Do-Listen machen, was ihr euch noch alles überlegen solltet oder braucht. Und dann werden wir das in den nächsten Videos immer mehr abfrühstücken mit Steckbriefen und was braucht man für diesen Teilbereich und all diese Dinge. Das hier ist mehr oder weniger eine Übersicht und ich hoffe, es hilft euch ein bisschen weiter, um dieses große Thema Worldbuilding ein bisschen zu strukturieren. Genau dafür ist dieses Video gedacht. Und Disclaimer, natürlich kann man Worldbuilding auch noch ganz anders einteilen. Es kann sein, dass manche Teilbereiche für euch wegfallen oder ihr besondere andere Teilbereiche habt, die ihr noch mehr herausstellen wollt oder euch noch mehr mit befassen wollt. Das hier ist so die eine Teilung, die ich ganz grob für mich benutze. Manchmal kommt dann auch noch mehr hinzu oder es fällt was weg. Wie gesagt, das kommt immer auch auf das Buch drauf an, was man schreibt. Und das hier soll einfach nur so ein sehr allgemeiner Überblick sein. Also kann es natürlich sein, dass es bei euch ganz anders ist. Beginnen wir gleich mit dem wohl offensichtlichsten Teilbereich, den Handlungsorten. Das heißt, jeder einzelne Ort, der in eurer Geschichte entweder tatsächlich vorkommt, weil eure Charaktere physisch dort sind und ein Kapitel dort spielt, oder Orte, die einfach nur in einem Nebensatz oder in einem etwas größeren Abschnitt erzählt oder erwähnt werden, all diese Dinge fallen unter diesen ersten Teilbereich. Und natürlich kommen da so einige dabei zusammen, weil wenn man eine Geschichte in einem Haus spielen lässt, dann sollte man auch ungefähr wissen, wie die einzelnen Zimmer ausschauen, beziehungsweise welche einzelnen Zimmer es natürlich gibt. Aber keine Sorge, ihr müsst nicht bei jedem Handlungsort, bei jeder kleinen Besenkammer bis ins genaueste, kleinste Detail gehen, was eure Worldbuilding-Dokumente angeht. Nein, ich werde euch später in einem anderen Video, ich glaube, das ist schon das nächste, ein System zeigen, wie ihr eure Handlungsorte oder alle Elemente des Worldbuildings priorisieren könnt und welche Informationen für welche einzelne Prioritätsstufe dann tatsächlich wichtig sind und was ihr bei manchen nicht ganz so wichtigen Handlungsorten theoretisch weglassen könnt. An Informationen, die ihr euch ausdenken müsst. Aber ich denke, wir sind uns alle einig, wenn ich sage, dass Handlungsorte und die Beschreibung dieser extrem wichtig sind, damit eure Leser nicht dieses berühmt-berüchtigte White Room Syndrome haben, über das wir schon im letzten Video über die 3 Gefahren des Worldbuildings gesprochen haben. Das heißt, ein paar Details solltet ihr immer von eurem Handlungsort wissen, vor allem, wenn eure Charaktere dort eine gewisse Zeit verbringen. Aber wie genau das jetzt funktioniert, das besprechen wir nochmal in einem extra Video, welche Sachen ich mir dabei überlege und was wann wichtig ist für die einzelnen Handlungsorte. Das kommt eben darauf an, wie wichtig der für eure Geschichte ist. Und wenn ihr gerade anfangt mit eurem Worldbuilding oder schon mittendrin seid, empfehle ich es euch auf jeden Fall auch für die anderen Teilbereiche, eine Liste zu machen mit allen Elementen, die ihr schon habt, mit allen Elementen, die eventuell in eurer Geschichte vorkommt. Und dann könnt ihr schon mal eine kleine Priorisierung vornehmen, was denn jetzt super, super wichtig ist an Handlungsorten, Charakteren und so weiter. Und was eher so ein bisschen unter den Tisch fällt, weil es vielleicht nur mal kurz erwähnt wird. Aber dann habt ihr schon mal eine grobe Übersicht darüber, was ihr noch alles euch ausdenken müsst und was ihr alles für die Geschichte braucht. Und könnt dann auch in den zukünftigen Videos sozusagen mehr oder weniger mitarbeiten und an den einzelnen Teilbereichen eures Worldbuildings ein bisschen rumbasteln zusammen mit mir. So, den nächsten Teilbereich habe ich auch schon angesprochen und zwar die Charaktere. Ich finde, Charaktere gehören zum Worldbuilding dazu, das habe ich jetzt schon mehrmals gesagt. Und neben den Handlungsorten sind die natürlich extrem wichtig, weil das sind natürlich eure Protagonisten und Nebenfiguren in eurer Geschichte. Und da sollte man auch einiges an Zeit drauf verwenden, um sich genau zu überlegen, wer sind die, woher kommen die, warum machen die, was sie machen in der Geschichte. Zum Thema Charaktere entwickeln und Steckbriefe habe ich schon einige Videos hier auf dem Kanal. Die habe ich unten in der Infobox für euch verlinkt und vielleicht auch hier oben irgendwo zumindest das Neueste, weil das, glaube ich, so am besten zu dem Thema passt. Ich denke, ich werde zu diesem Teilbereich tatsächlich kein extra Video machen oder zumindest nur nochmal eine Aktualisierung des letzten, was ich dazu gemacht habe, weil das im Prinzip schon genau alles beinhaltet, was ich für jeden einzelnen Charakter tue, wenn ich denn einen neuen Charakter entwickle. Also könnt ihr da auf jeden Fall schon anfangen mit eurem Worldbuilding und eurer Figuren durchgehen. Okay, kommen wir schon zum dritten Teilbereich von Worldbuilding und das
sind geschichtliche Ereignisse. Eure Welt besteht wahrscheinlich schon eine ganze Weile, bevor die Handlung eurer Geschichte einsetzt. Und deswegen ist es natürlich auch ziemlich wahrscheinlich, dass ihr ein paar geschichtliche Ereignisse in die Handlung mit einfließen lasst. Entweder weil das eure Gesellschaft geprägt hat oder weil sie eine persönliche Einwirkung auf eure Charaktere hatte. Und deswegen finde ich, ist das auch ein extrem wichtiges Element von Worldbuilding, weil schauen wir uns da wieder die reale Welt an, was der Zweite Weltkrieg oder die industrielle Revolution oder die Entdeckung von Amerika, das alles hat unser Leben bzw. das Leben unserer Vorfahren, der ganzen Gesellschaft auf dieser Erde ziemlich verändert und beeinflusst, und deswegen sind solche geschichtlichen Ereignisse extrem wichtig, weil sie eben eine so große Wirkung auf uns alle, aber auch auf uns Einzelne haben kann, und das sollte vielleicht auch ein interessanter Punkt sein in eurer Geschichte, in eurem Worldbuilding. Nicht unbedingt, kommt auch wieder darauf an, was ihr für eine Art von Geschichte schreibt, aber behaltet das ruhig mal im Hinterkopf, dass solche geschichtlichen Ereignisse die Handlung extrem beeinflussen können oder das Verhalten eines Charakters einer bestimmten Bevölkerungsgruppe. Ich hoffe, das macht es ein bisschen verständlich, warum ich das so wichtig finde und auch super interessant finde übrigens. Der nächste Teilbereich ist, glaube ich, für vor allem Fantasy- und Science-Fiction-Autoren sehr wichtig und interessant, und zwar sind das Objekte und Symbole. Also unter Objekte verstehe ich alles Mögliche, vom Zauberstab und Besen bis hin zu, keine Ahnung, dem eisernen Thron, wobei der eiserne Thron auch wiederum ein Symbol sein kann, zum Beispiel für Macht und für wer ist der Stärkste im ganzen Land. Und als Symbol sehe ich zum Beispiel auch Flaggen, Wappen, irgendwelche Zeichen, zum Beispiel Pentagramme oder das Zeichen der Deathly Hallows und all diese Dinge. Das fällt in diese Kategorie. Das sind meistens eher kleinere Details, über die wir vielleicht am Anfang als Leser gar nicht so wirklich nachdenken, aber die am Ende vielleicht sogar eine sehr bedeutende Rolle für das Buch spielen könnte. Wie zum Beispiel der Kampf um den eisernen Thron bei Game of Thrones bzw. Ein Lied von Eis und Feuer. Aber natürlich ist es auch hilfreich, hier unter diesem Teilbereich Alltagsgegenstände festzuhalten, die euer Charakter immer wieder benutzt. Zum Beispiel ein Tagebuch oder ein Lieblingsbuch oder irgendwas anderes, was immer wieder vorkommt, damit ihr einfach nicht vergesst, wie ihr das bereits in dem bisherigen geschriebenen Teil eurer Geschichte beschrieben habt und welche Rolle das tatsächlich im Leben eures Charakters spielt, falls es denn wirklich wichtig ist. Und wie gesagt, es können auch magische Objekte sein, es können Bücher sein oder wichtige Dokumente oder so. Da sprechen wir natürlich dann auch nochmal in dem extra Video zu diesem Thema dazu, auch wieso Symbole so wichtig sind. So, der nächste Teilbereich ist auch sehr häufig in den Fragen aufgetaucht, die ihr mir schon zum Thema Worldbuilding gestellt habt. Und zwar sind das Religionen, vor allem erfundene Religionen für Fantasywelten oder sonstiges erfundenes Zeugs. Solltet ihr Bücher schreiben, die bei uns auf der Erde spielen, habt ihr natürlich schon gewisse Vorgaben für Religionen. Ich denke, das wisst ihr alle, welche Religion es ungefähr alles gibt. Und natürlich gibt es auch solche Dinge wie verschiedene Kulte und Sekten und all diese Dinge. Auch das zähle ich übrigens zur Religion, weil das für die jeweilige Person tatsächlich eine Religion ist. Auch wenn wir als Außenstehende manchmal glauben, dass sie ein bisschen den Verstand verloren haben vielleicht. Okay, ich lehne mich hier, glaube ich, ein bisschen zu weit aus dem Fenster. Aber natürlich kann es sein, dass ihr für euer Buch eine eigene Religion oder einen eigenen Kult erschaffen müsst. Und auch das gehört natürlich zum Worldbuilding. Und das solltet ihr auf jeden Fall festhalten, woran eure Leute dann glauben und wo sie glauben, in einer Kirche oder einem Tempel oder keine Ahnung wo. Und ob sie so wie in Sims irgendwelchen gegrillten Käse anbieten oder vielleicht irgendeine altertümliche oder erfundene Gottheit. Das fällt alles unter diesen Teilbereich. Und natürlich auch selbst wenn ihr und eure Protagonisten nicht wirklich gläubig seid, kann sich Religion natürlich stark auf die Welt auswirken, genauso wie geschichtliche Ereignisse, vor allem weil Religion und Geschichte häufig miteinander verknüpft sind, wie wir auch immer wieder sehen mit dieser Christianisierung und die einzelnen Kreuzritterkriege und alles, was danach kam. Hexenverfolgung ist zum Beispiel bei mir ein großes Thema im Hexenprojekt, auch wenn man das vielleicht auf den ersten Blick nicht meint, weil es ja alles in der Gegenwart spielt und nicht in der Vergangenheit. Aber all das ist auch bei solchen Büchern mit rein, und es kann sein, dass es immer
paar Charaktere gibt, die an irgendetwas Spezielles glauben, sei es nun an den christlichen Gott oder an irgendeine andere Gottheit oder an irgendetwas Ausgedachtes. Auch solche Dinge wie das Leben nach dem Tod, gibt es das wirklich, kommt da nichts, werden wir wiedergeboren, all das fällt auch unter diesen Teilbereich und da ist es super wichtig, dass ihr auf jeden Fall euch überlegt, woran eure Charaktere glauben, ob sie überhaupt glauben und warum sie vielleicht nicht glauben. Und jetzt lässt sich streiten, ob Religion jetzt ein Teilbereich sein sollte von dem anderen Teilbereich, dem nächsten, nämlich Kultur oder nicht. Ich denke, das beeinflusst sich immer so ein bisschen gegenseitig, aber natürlich solltet ihr euch auch über kulturelle Dinge Gedanken machen. Und damit meine ich zum Beispiel auch Bücher oder Kunst oder Geschichte oder Architektur, das Essen, Traditionen, die jetzt nicht unbedingt was mit Religion zu tun haben. Auch Freizeitgestaltung, bestimmte Kleidungsstile fallen für mich unter diesen Teilbegriff und halte ich auch unter diesem Teilbereich fest. Das ist für mich in meinem Worldbuilding ein eigener Ordner in meiner Worldbuilding-Datei. Wie das alles ausschaut und wie ihr das organisieren könnt, das zeige ich euch, glaube ich, im nächsten Video. Und gerade bei Kleidungsstilen muss ich zum Beispiel an diese purpurroten Königsmäntel denken, die, wie gesagt, nur der Oberschicht irgendwie vorbehalten gewesen sind, weil es damals so schwierig war, diesen Farbstoff herzustellen. Das finde ich super spannend und das wäre auch so ein Punkt, der unter Kultur fallen würde für mich in diesem Fall. Auch Sprache gehört für mich unter diesen Teilbereich, wobei, sobald ihr Fantasy oder Science Fiction schreibt und tatsächlich euch eine eigene Sprache überlegt, wäre es wahrscheinlich besser, das in einen extra Ordner zu verlegen und nicht alles in diesen Schmelztiegel-Kultur reinzuschmeißen. Aber da meine ich natürlich auch sowas wie Redewendungen oder bestimmte Dialekte oder so Wörter, die halt mit einer bestimmten Bevölkerungsgruppe irgendwie was zu tun haben, so wie Alter und Dicker. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt noch sagt, aber diese Jugendwörter und all diese Dinge, vielleicht gibt es das ja auch in eurer magischen Welt oder in eurer vergangenheitshistorischen Welt oder was auch immer ihr schreibt. Solche kulturellen Dinge hin und wieder mal einfließen zu lassen, macht die Geschichte natürlich wieder lebendiger und das ist ja, was Worldbuilding tun sollte. Was auch extrem wichtig ist und natürlich auch eure Charaktere und die Handlung beeinflusst, ist die Organisation eurer Welt, sowohl sozial als auch politisch. Also einerseits, wer regiert diese Welt und wie ist diese Welt hierarchisch aufgebaut, aber andererseits auch, wie und interagieren die einzelnen Figuren untereinander, wie ist das in der Familie, ist da der Vater, der die wichtigste Bezugsperson oder derjenige, der alles entscheidet, wie in einer patriarchalischen Gesellschaft oder ist das eher die Mutter oder hört man eher auf die Großeltern oder ist es nur was ganz was anderes. Diese ganzen Dynamiken untereinander fallen auch so ein bisschen in diese Organisation, aber auch ganz klassisch Vereine, bestimmte Bevölkerungsgruppen gehören, finde ich, in diese Organisationskategorie oder auch Geheimgesellschaften wie die Illuminati oder die Freimaurer oder sowas. Oder falls ihr euch da selbst was ausdenkt, könnte man auch unter diesen Punkt fassen, vor allem, weil die jetzt nicht unbedingt religiös so krass ausgeprägt sind, glaube ich zumindest. Ich habe keine Ahnung. Tut mir leid, Illuminati, wenn ihr das seht. Ich habe keine Ahnung, wer ihr seid. Ich habe Angst. Oder einfach die bestimmte Freundesgruppen, Bevölkerungsgruppen, Communities, all solche Dinge fallen für mich auch in diesen Organisationspunkt hinein. Also wie gesagt, erstmal ganz allgemein politisch, dann sozial untereinander und wie auch einzelne Bevölkerungsschichten oder vielleicht auch einzelne Länder über die anderen denken. Also keine Ahnung, diese ganzen Vorurteile und Klischee-Denken und all diese Dinge, die wir haben. Zum Beispiel wir Deutschen sind tragen alle Lederhosen und Dirndl und essen immer nur Brezeln und Bratwurst und trinken Bier. Was manche anderen Länder tatsächlich für Bilder von uns haben, was ja eigentlich gar nicht stimmt. Was ich noch zu den letzten drei Teilbereichen dazu sagen wollte, gerade Kultur, Religion, Organisation sind ziemlich schwierig in einen Steckbrief zu gießen, so wie ich das bei den anderen Teilbereichen mit euch machen werde und euch zeigen werde, welche Steckbriefe ich dafür verwende. Das sind alles extrem hintergründliche Informationen, die jetzt so für den Leser oft nicht so krass offensichtlich gezeigt werden, wie hier das Zimmer hat übrigens eine blaue Tapete. Die fließen eher unterschwellig in euer Worldbuilding und in eure Geschichte ein. Deswegen ist es da auch so ein bisschen in eurem Ermessen, was genau ihr davon jetzt wirklich braucht und wie detailliert ihr das wissen müsst. Wir werden aber auf jeden Fall nochmal über die einzelnen Teilbereiche sprechen. Aber das nur mal so vorneweg, dass ich da jetzt keine krassen Steckbriefe
Steckbriefe für habe für diese drei Teilbereiche, weil das einfach extrem schwierig ist, das so strukturiert festzuhalten, weil das alles auch irgendwie gewachsen ist über die Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg teilweise und das immer ein bisschen schwer greifbar ist, aber nun, dass ihr schon mal vorgewarnt seid für die nächsten Videos. Kommen wir zu den, ich glaube, es sind schon die letzten Teilbereiche, die vor allem für Fantasy- und Science-Fiction-Autoren interessant sein werden. Und das sind Magie und Wesenarten, Lebewesen habe ich es jetzt mal genannt, weil ich dazu auch zum Beispiel Pflanzen zähle. Technologie für die Science-Fiction-Autoren unter euch könnte man natürlich entweder in Objekte einordnen oder ihr macht dazu eine eigene Unterkategorie. Dadurch, dass ich halt kein Sci-Fi schreibe und wenig mit Technologie am Hut habe, werde ich da jetzt nicht so extrem genau drauf eingehen. Zumindest habe ich das bisher nicht geplant. Kann sein, dass ich das nochmal ändern im Laufe dieser Reihe, aber nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst, da werde ich jetzt nicht so krass drauf eingehen, weil ich mich da einfach nicht auskenne. Magie. Das ist immer so was Schwieriges. Ich finde so was Fantastisches wie Magie, was es in unserer Welt nicht unbedingt gibt. Ich schließe es immer noch nicht aus, aber ich glaube auch nicht unbedingt extrem daran, dass es so funktioniert wie Expelliarmus und dann fliegt ein Zauberstab weg. Aber natürlich muss sie in eurer Geschichte logisch erklärt werden und für euren Leser nachvollziehbar sein, wie sie funktioniert. Zumindest bis zu einem gewissen Grad natürlich. Es sollten zumindest eure Charaktere verstehen, wie Magie funktioniert, wie sie die nutzen können und wie sich das natürlich auch auf eure Handlung auswirken kann. Und natürlich sind auch wichtig, eurer Magie Grenzen zu setzen, was sie alles, was man damit alles erreichen kann und was eher nicht so geht. Natürlich könnt ihr auch in realistischeren Romanen, zum Beispiel in Romance oder in Krimi und Thrillern, magische Elemente unterbringen und das finde ich auch immer ziemlich spannend, vor allem bei Thrillern oder so, irgendwas Gruseliges, aber das kann auch sowas Einfaches sein, wie das vierblättrige Kleeblatt, das Glück bringt oder eine Wahrsagerin, die eurer Romanheldin irgendwie ihr Schicksal vorhersagt. Oh Gott. Oder zum Beispiel auch ein wichtiger Hinweis auf den Mörder sein. Entweder, dass er zum Beispiel blutige Rituale durchführt oder sowas oder irgendwelche Figuren hinterlässt. Zum Beispiel wie bei Blair Witch diese komischen, gruseligen Stöckchen, die im Baum rumhängen oder diese Steinhügel, die auf einmal aus dem Nichts auftauchen oder so. Kriege ich gleich wieder Gänsehaut, auch weil ich meinen Weihnachtswinterpulli anhabe. Wichtig ist, dass ihr Regeln und die Funktionsweise von eurer Magie festhaltet. Dazu gibt es auf jeden Fall auch noch mindestens ein eigenes Video zu diesem ganzen Zeug. Aber wichtig ist es halt, dass ihr euch das schon im Voraus überlegt, damit ihr euch dann später beim Schreiben nicht irgendwie widersprecht, weil ihr euch neue coole Sachen eingefallen lassen habt, die jetzt vielleicht mit dem, was ihr bisher geschrieben habt, in dieser Geschichte nicht ganz so gut funktionieren und sich vielleicht widersprechen. Wie gesagt, ich rate euch, jedes noch so unwichtige Detail irgendwo in eurem Worldbuilding festzuhalten, weil irgendwann verliert ihr über eure Bücher die Übersicht. Und der zweite Punkt, den ich gerade schon angesprochen habe, sind die Lebewesen. Für manche Fantasy-Leute unter euch, ihr werdet das vielleicht besser unter dem Begriff Rassen kennen. Ich persönlich finde den einfach nicht so schön, aus gewissen geschichtlichen Gründen. Außerdem fällt da eigentlich sofort ein wichtiger Teil dieser Lebewesen raus, nämlich die Pflanzen, die natürlich auch erfunden werden können in eurer Welt. Und das schlage ich euch auch vor, dass ihr ein paar magische Pflanzen oder besondere Pflanzen euch vielleicht überlegt, die es jetzt so in unserer echten Welt nicht unbedingt gibt. Also meine ich mit Lebewesen nicht nur tierische Wesen oder menschliche Wesen, sondern auch pflanzliche Wesen. Also Pflanzen, ja. Okay, das habe ich jetzt, glaube ich, genug erklärt. Je nachdem, wie hochentwickelt eure einzelnen Wesen tatsächlich sind, könnte das natürlich auch eine eigene Organisation oder eine eigene Rubrik in dem Bereich Kultur sein oder sogar Religion. Vielleicht haben sie auch irgendwie eine spezielle Art und Weise, Magie zu nutzen oder irgendwelche besonderen Fähigkeiten, die jetzt wir normalen Menschen, zumindest hier auf der Erde, nicht unbedingt haben. All das, finde ich, fällt auch noch so ein bisschen mit darunter. Deswegen sind zum Beispiel auch die Begabten aus meinen Büchern auch in meiner Lebewesen-Kategorie kurz erklärt, weil das eigentlich Menschen sind mit einer gewissen magischen Fähigkeit, ganz grob erklärt, die meistens einen Nachteil mit sich bringt, einen Preis. Magie kommt immer mit einem Preis, oder wie war das bei Once Upon a Time? Ihr müsst den Punkt natürlich nicht immer ausfüllen, vor allem wenn ihr was Realistisches schreibt, wo sowas nicht unbedingt drin vorkommt, dann könnt ihr das natürlich auch weglassen, aber wie gesagt, das soll ein allgemeiner Überblick über die Teilbereiche des Worldbuildings sein. Und nachdem die meisten von euch auch irgendwas in Richtung Fantastik schreiben, dachte ich, muss ich das
das auch auf jeden Fall aufnehmen und da kurz drauf eingehen. Kommen wir nun zum allerletzten Teilbereich des Worldbuildings, wobei das nicht unbedingt was mit Worldbuilding zu tun hat, aber das packe ich immer noch in meine Organisationsmappe rein, wo alles reinkommt, was mit dem Plot zu tun hat, der Geschichte, irgendwelche Ideen für zukünftige Bände oder Spin-off-Geschichten oder Kurzgeschichten oder was auch immer. Und das sind zeitliche Abläufe. Und zwar meine ich damit nicht nur geschichtliche Ereignisse, über die wir ja gerade schon am Anfang von dem Video gesprochen haben, sondern zeitliche Abläufe in dem Sinn, wie eure Geschichte tatsächlich verläuft. Also wann welcher Charakter was macht, wann welche Information revealed wird, wann wo was passiert und all diese Dinge. Das ist eher für euch eine organisatorische Unterstützung und die ist nicht notwendig. Aber ich persönlich finde, dass man das auf jeden Fall mitdenken sollte und vielleicht auch sich zumindest grob aufschreiben sollte. Vor allem, wenn man eine Reihe schreibt, die über 3 Bände hinausgeht, damit man einfach nicht den Überblick verliert und am Ende nochmal alle Bücher lesen muss, um genau zu wissen, was jetzt wann, wo, in welchem Kapitel passiert ist, um dann später in einem späteren Teil dieser Reihe darauf nochmal Bezug nehmen zu können. Oder wenn ihr auch zum Beispiel unterschiedliche Romanprojekte in einem Universum habt, dass ihr wisst, wie ungefähr diese ganze Timeline zusammenhängt und was sich vielleicht von den einzelnen Büchern oder Reihen jeweils beeinflussen könnte. Wahrscheinlich macht das gerade im Moment für euch keinen Sinn. Ich weiß nicht, wie ich es besser erklären soll, aber ich persönlich finde solche Zeitstrahle extrem wichtig, weil ich sonst irgendwann tatsächlich den Überblick verlieren würde. Genauso wie mit den ganzen Magiesystemen, was da funktioniert und was nicht. Und im Prinzip ist das eine extrem detaillierte Zusammenfassung eurer Bücher. Das kommt natürlich darauf an, wie viel Zeit ihr da rein investieren wollt. Das werde ich euch auch zeigen, wie ich das für meine eigenen Bücher mache, weil ich glaube, ich finde, dass das vielleicht ein bisschen too much ist. Aber wie gesagt, mir persönlich hilft das einfach, den Überblick zu behalten und nicht irgendwie komplett durchzudrehen, weil ich auf einmal nicht mehr weiß, was jetzt wann genau passiert ist. Das kann außerdem extrem interessant sein, wenn ihr das für die einzelnen Charaktere oder zumindest eure wichtigsten Charaktere macht, dass ihr immer ungefähr genau wisst, wo der jetzt wann war und was er da gemacht hat, auch wenn das Dinge sind, die vielleicht so im Buch nicht gezeigt werden, sondern man erfährt so, ach, der ist jetzt übrigens in dem und dem Land, aber man sieht ihn nicht in diesem Land. Dann könnte man später nochmal irgendwie Bezug darauf nehmen, dass ein anderer Charakter den ersten Charakter fragt, hey, du warst doch da und da in dem und dem Land, wie war das eigentlich oder so, falls das Sinn macht. Ja, also falls ihr Einzelbände schreibt, ist das eigentlich überhaupt nicht wichtig. Vor allem, wenn ihr immer wieder eine neue Welt anfangt, in der die spielen. Aber ich als absolute Planungsfanatikerin brauche das einfach irgendwie so ein bisschen. Das ist so eine aktualisierte Form meiner Outline, dass ich da genau immer Bescheid weiß, wann jetzt was in welchem Buch passiert ist. Und wie genau ich das jetzt anlege und was ich mir da alles zusammensammle, dazu gibt es, wie gesagt, nochmal ein eigenes Video. Und dann werden wir jetzt endlich am Ende dieses Videos angelangt. Meine Stimme wird es mir danken, wenn ich gleich aufhöre zu reden, weil das war schon echt extrem lang. Also wie ihr seht, gibt es sehr viele Dinge, über die man sich beim Worldbuilding Gedanken machen sollte und selbst das war jetzt nur mal so ein grober Überblick über die einzelnen Teilbereiche, die ich persönlich mir immer anschaue oder meistens, wenn ich Bücher plane und schreibe und Welten erfinde und all diese Dinge und genauer gehen wir dann in den zukünftigen Videos noch darauf ein. Mich würde natürlich interessieren, welche Teilbereiche euch fürs Worldbuilding dazu gehören, was ihr vielleicht noch hinzufügen würdet, was ich jetzt noch nicht genannt habe. Schreibt das auf jeden Fall gerne unten in die Kommentare und sagt auch Bescheid, wie ihr eure einzelnen Teilbereiche so organisiert und was ihr da alles für euch für Informationen überlegt. Und lasst natürlich ein Like da, wenn euch dieses Video weitergeholfen hat und abonniert den Kanal, damit ihr in Zukunft keine weiteren Worldbuildings-Videos, Autoren-Vlog-Videos oder Motivationsvideos verpasst. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, entweder am Dienstag, Donnerstag oder Samstag. Und ich verspreche, ich werde nicht einfach wieder auf unbestimmte Zeit, ohne ein Wort zu sagen, verschwinden. Hoffentlich zumindest fingers crossed und dann sehen wir uns in einem anderen Video. Bis dahin viel Erfolg und viele tolle Ideen für euer Worldbuilding. Wir sehen uns irgendwann, wann immer ihr mögt.